So, jetzt sind wir hier auf dem Testgelände und ich sehe, es läuft wunderbar. So, bin begeistert. Also hier haben wir die ganzen Fahrzeuge mal alles schön aufgelistet. Hier sind meine Glassen. Hier kann man gleich auf die einzelnen Sachen klicken und sagen, hier, zack, hier, Waffe, hier ändern, ne? Ja, die MG Rex hier, da hier, Claymore, bla bla, ne? Hier kann man auch die Sachen so schön anpassen. Habe ich was Neues freigeschaltet? Nope. Verstärker, so und so weiter. Aufklärer hier, Versorgung. Haben wir eigentlich schon irgendwie so was Neues. Ja genau, hierzu kann ich zum Beispiel jetzt einfach mal einen Schrotflinte, Karabiner und ein Scharfschützengewehr einfach reinhauen. JV Fun. Habe ich eigentlich hier schon was freigeschaltet? Nee. Das bekommt man, glaube ich, nur durch Battle Packs. Fahrzeuge kann man natürlich auch anpassen, hier die ganzen verschiedenen Zeug. Das ganze verschiedene Zeug. Oh, ich habe hier neue Sachen freigeschaltet. Geil. Hau ich gleich mal rein. Schützenpanzer. Kampfpanzer hier. Gehen wir mal. Kampfpanzer. Da haben wir auch was Neues. Lenkmunition klingt geil. Hier ist immer so eine orange kleine Thermaltarnung. Klingt auch nice. Bei dem Kampfpanzer. Schützenpanzer haben wir noch nichts Neues freigeschaltet, leider. Dann spiele ich ja auch nie. Hubschrauber leider auch noch nicht. Schade. Kampfpanzer. Ja. Nice. Auf jeden Fall, ja, gehen wir mal hier in den Kampfpanzer rein. Mal gucken, was jetzt hier schönes Neues hinzugekommen ist. Was kann ich mir, das ist der Kampfpanzer? Da Thermaltarnung. Was? Was ist jetzt da von der Kampfpanzer, bitteschön? Ist der da? Also wir schauen einfach mal rein hier, zack. Gute Ladezeit, man sieht ja auch, das Spiel habe ich jetzt hier gerade auf High gestellt. Ja, es lebt trotzdem ein wenig. Sind es jetzt hier die Lenkraketen? Ich weiß gerade gar nicht. Ach, das ist hier die Lenkmunition. Ja. Da muss ich natürlich erst irgendein Ziel anvisieren. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Ah, Außenansicht. Das Spiel sieht schon recht geil aus und der Panzer fährt sich auch recht nice. Haben wir da irgendwas? Hier. Ja, erwischt. Nice. Hier können wir auch so schießen, anvisieren, auch geil. Können auch einfach eine Wand wegballern, aus Lust und Laune. Ziehen noch ein bisschen drüber. Geht die Wand weg? Oh, man sieht hier einfach mal fett ein Loch reingeschossen. Da, hier. Frisst meine Scheiße. Ach, Jungs, jetzt haben sie es überlebt. Das gibt's ja gar nicht. Wir können ja mal kurz aussteigen. Was haben wir denn hier für eine Klasse? Hier mit T, Verstärker vorhauen und zack und zack. Mit V kann man den Feuermodus ändern. Ändert sich überhaupt irgendwas? Ne, der ändert sich, kann man gar nicht ändern. Das Coole ist auch, wenn wir irgendwo drauf schießen. Sieht man ja auch hier. Kann man viele Sachen kaputt machen. Also hier haben wir noch so ein Ding hier, was auch ganz lustig ist. Ja, was haben wir denn noch hier? Die Fahrzeuge wollten wir uns ja mal anschauen. Da hinten ist, glaube ich, der Fuhrpark. Also hier mal so ein. Ich weiß auch nicht genau, wie die Dinger heißen. Auf jeden Fall kann es schießen. Mehr so Richtung Flug. Genau, Flugabwehrzeug. Und es gibt auch einen Boost, wie immer. Nice, ne? Das könnte man eigentlich abschießen. Jetzt sind. Na, wir müssen es. Also mit F kann man hier Feuermodus wechseln. Sieht man, das Ding geht gut ab. Das Ding haut rein wie sonst was. Nice. Also das Ding macht Spaß. Man kann ja auch mit C hier Außenansicht machen. Kann auch hier sagen, kaputt fahren. Blub. Das ist toll. Das ging in Battlefield 2 nämlich nicht. Da ist man schon mal an so einem Zaun hängen geblieben. Hoah. Geile Sache, ne? Zack, zack, hier einmal kurz die einmal drüber gefahren. Die Wand, die nimmt es auch heftig mit, wenn wir damit drauf ballern. Oh, nice. Ich sag einfach nur nice, ey. So bockt sich doch ein Spiel. Ne? Aber gut, das kennen wir ja eigentlich auch schon irgendwie von Battlefield. Gut, der Baum, der war jetzt gerade irgendwie nicht vorhanden. Das ignorieren wir jetzt einfach mal gekonnt. Hier ist unser schöner Panzer. Natürlich auch mit F1, F2 und so weiter. Gibt es natürlich immer mehrere Positionen. Ja, der Fuhrpark ist recht geil, finde ich. Die Fahrzeuge sind abwechslungsreich, machen Fun. Und die Racen, die sind recht schnell hier. Das Ding, das ist das Richtige. Ich glaube, von jeder Klasse gibt es dann auch nochmal extra Fahrzeuge. So, aber ich weiß, wir sind jetzt hier Amerikaner. Ich weiß, dass es auch noch andere solche Buggies gibt, die anders aussehen. Und die Dinger gehen alle vorab. Die jumpen wie verrückt. Oh, es brennt. Jetzt sind wir hier auch schon hier beim Heli-Fuhrpark. Gehen wir jetzt auch mal kurz hin, wenn wir schon hier sind. Oh, da ist er kaputt gegangen. Unser schönes Ding. Da gibt es ja immer so einen kleinen, ich weiß auch nicht, Spee-Heli, hier so einen größeren und dann hier so Transport-Heli-Zeugs, ne? Geh mal hier rein, mal. Das Ding ist cool. Ja, das macht immer Spaß. Mit F, das Ding hat jetzt hier bei mir nur eine Waffe leider. Ja, hat's halt nur. Und hier meine Heli-Skills.
so ist. Aber das Ding, das macht richtig Fun, das Ding, finde ich. Das kann man richtig gut fliegen. Ich kann mal versuchen, auf dem Dach da oben zu landen. Das kann man doch. Ich sehe zwar leider noch nicht sehr viel. Man hört auch, wie ich verrückt, wie ich so verrückt da rumdrücke. Und zack. Jetzt sind wir hier oben gelandet. Nice. Jetzt können wir hier mal absteigen. Können wir dann alles hier oben machen. Das ist nebenbei bemerkt auch eine Map, die kann man spielen. Also auf jeden Fall das Gebäude hier. Das ist ein kleiner Ausschnitt einer Map, die man spielen kann. Wir können auch Granaten werfen. Nice, ne? Wir können auch hier unser so ein kleines Päckle werfen, was wir haben. Hier kann man sagen, kaputtballern. Gut, die Wand geht jetzt irgendwie nicht kaputt. Ich weiß auch nicht warum. Dann fliegen wir hier mal weiter. Wir können nichts kaputt machen. Ich will irgendwas hier kaputt hauen, ne? Irgendeine Wand. Geht aber alles nicht kaputt. Na, vielleicht liegt es gerade nur hier, aber eigentlich geht es alles auch am Arsch. Man kann das Gebäude auch einfach abreißen. Steigen wir kurz hier mal wieder ein. So, fliegen wir noch lang. Jets können wir, glaube ich, auch mal fliegen. Probieren wir nachher auch mal gleich. Ich will jetzt da kurz nochmal zum Flugpark, weil ich mir mein Lieblingsgefährt zeigen. Ah, wo ist es? Hier ist der Flugpark. So. Da fliegt der Heli davon. Machen wir kurz mal kaputt. Na schade, wir haben keine Muni. Hin damit. Also das wird auf jeden Fall ein etwas längeres Video, weil das Spiel ist einfach so groß und macht so Fun. Das glaubt ihr gar nicht. So. Wir haben gerade irgendwie durch das... egal. Das da ist einfach so ein gepanzerter Truck, LKW. Der kann auch ballern hier, ne? Das ist die gleiche Waffe, wie beim Panzer auch oben drauf steht. Hier können wir auch hier kaputt hauen, hier alles. Zack. Auch geil. Fette Panzerung. Aber die beste Karre ist immer noch das Ding hier. Das ist, sieht jetzt erstmal nicht so spektakulär aus. Oh, von da vorne. Von hier sieht es spektakulär aus. Die kann ja auch alles kaputt fahren. Blub. Das Geile an dem Ding ist, wenn wir jetzt einfach mal hier... Wir können uns natürlich auch immer schon umsehen. Das sieht auch geil aus. Wir können hier einfach auf den anderen Sitzplatz wechseln. Dann haben wir ja eine geile Ansicht. Und ja, vielleicht habt ihr schon erraten, was das Ding jetzt kann. Das kann nämlich... Ich stell mal kurz aus. Schauen. Da sieht man hier Raketen. Die fliegen jetzt in die Richtung. Sie werden auch angezeigt hier auf dem Bildschirm, wo die Raketen dann landen. Ist auch recht geil. Man muss den gucken. So. Da wird jetzt angezeigt, wo sie landen. Das finde ich auch eine richtig coole Sache. Ich will einfach mal so viel zeigen von dem Fuhrpark, was es gibt, denn die Fahrzeuge. Gut, die Waffen habe ich leider nicht so viel freigeschaltet, aber die unterscheiden sich nicht so extrem heftig, wie ihr denkt. Mit Q immer schon spotten, wichtig. Also, ich weiß nicht. Klar, ja, Messer haben wir natürlich auch am Start. Das kann man aber nur irgendwie Sachen messen, also was kaputt machen kann schon nicht groß. Und ja, kennt man alles auch schon ein bisschen aus Battlefield 4, muss ich ja zugeben. Hier, wollte ich jetzt eigentlich langlaufen? Wir schnappen uns mal kurz das kleine Quad da hinten und fahren mal mit M die Map hier öffnen. Man konnte auch irgendwie ran und rauszoomen, das weiß ich gerade auch nicht mehr auswendig, wie das ging. Wir fahren jetzt einfach mal. Was jetzt zu C oder was? Ja, komm, wir fahren einfach mal zu C. Die Map hätte ich wieder gerne wieder weg. Hallo. Jetzt. Und man sieht ja auch, das Spiel läuft bei mir extrem flüssig. Hier auf jetzt High gerade. Zumindest hier Singleplayer-mäßig. Das da. Na gut, jetzt kennt man ja auch ein ganz normales Boot hier. Das fährt schnell. Ja, es fährt schnell. Kann man auch schießen mit dem Ding. Das ist ein richtig geiles MG. Brrr. Das macht richtig Laune, damit rumzuballern. Und das Ding da wäre noch nice zum Zeigen. Das, was jetzt hier rechts von uns ist. Tauchen kann man auch mit Y. Ich glaube, das ging in Battlefield 4 nicht. Battlefield 3 nicht. Auf jeden Fall hier. Das Ding ist geil. Man sieht schon mal. Oh. Hier gibt es noch verschiedene Schützenpositionen. Da ist man gar nicht mehr. Und ja, das Ding. Sieht man hier. Kann schießen. Ne? Schöne Sache. Und das Ding hat auch noch so tolle Lenkraketen. Hat noch so tolle Lenkraketen. Die jetzt nicht funktionieren. Weil ich da, das Ziel muss markiert sein, soweit ich weiß. Das geht jetzt ja nicht. Auf jeden Fall, das ist geil. Es gibt auch eine coole Sache, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal hier auf den Dings wechseln. Die ist auch so ein, wir müssen kurz mal ein bisschen geradeaus fahren. Das Ding fährt auch ordentlich schnell. Ja, ups. Man sieht auch hier die Wellen, richtig, der Wellengang ist einfach richtig Hammer. Sieht da hier so richtig jetzt hoch und wow. Auch richtig nice. Und man kann ja auch, hier mit F5, glaube ich, war das.
Genau, kann man hier in dieses Quad reinwechseln, das hinten dran ist. Sieht ja auch schon. Ah, da kommen immer wieder neue nach. Nice. Oh, man kann hier richtig rumjumpen. Das ist echt richtig geil. Wow! Wow, nice. Fahren wir kurz hier hoch. Ja gut, der bleibt mir sofort hängen. Ich weiß nicht, warum, aber vielleicht realistischer. Ich gehe mal kurz hier noch in so ein Verlegen, bitte. Ja, 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 bla. Wen juckt's? Da, hier gibt's noch ein paar Fahrzeuge, die es noch wert sind zu zeigen. Hier, das Ding zum Beispiel. Fliegen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Hier, wenn wir MAF drücken, haben wir diese Ansicht. Und damit kann man markierte Ziele kaputt machen. Man muss die nur anvisieren. Man sieht ja schon, pass auf. Zack. Haut da rein, ne? Das hier ist ein ganz normales MG. Kennt man ja. Und ich mag persönlich hier die Fliegen, weil das richtig Spaß macht. So, hier. Geht richtig ab, das Ding. Und ich finde auch die Ansicht richtig geil. Und wo sind wir denn überhaupt? Ah, F. Ist F. Ach, da war so ein Fahrzeug. Ja, gut. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen abdrehen wieder. So. Dann fliegen wir mal wieder lang. Und fliegen wir mal irgendwo rein. Komm und... Ja, rein mit mir. Boah. Puff. Nice. Was haben wir denn noch nicht gezeigt? Ich wollte noch eine kleine Sache zeigen. Das ist jetzt eigentlich der gleiche Ding. Das schießt halt nur, glaube ich, Hydras, soweit ich weiß. Hier ist nochmal der richtig geile Kampfheli. Der geht dann ab wie sonst was, ne? Ihr wisst ja, und die Steuerung auch ein kleiner Tipp. Ich spiele nicht mit Maus, das ist kacke. W, S, W hoch, S runter. Da links drehen und mit D rechts drehen. Und das ist nur Kippen. Das ist alles für Kippi Kippi. Ist auch ganz geil. Und anvisieren, ja, sieht man, hier kann man recht gut schießen. Das hat nur ein bisschen, man muss mal ein bisschen üben, muss man erst ein bisschen reinkommen. Mit F kann man die Waffe wechseln, da kann man hier Wärme, Gedönsheimer. Ach, hast du nicht gesehen, ne? Aber hier schießt man ein bisschen ins Gebäude rein, vielleicht kriegen wir es ja kaputt. Das kann nämlich einstürzen, das weiß ich. Das hat es nämlich schon mal. Ja, guck mal, sieht, ich glaube, wir haben gerade, ja, guck mal, hier haben wir schon ein Loch reingeschossen. Ah, komm. Oh. Meine Festplatte ist voll.